Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Es ist die Episode aller Episoden, denn heute geht es ins Derby gegen den FC Schalke 04. Ganz, ganz wichtige und ganz, ganz spannende Partie, die wir unbedingt ohne Zweifel für uns entscheiden müssen. Davor geht es noch im Pokal gegen den FC Kaiserslautern. Das Ganze zu Hause im Signal Iduna Park, das ist auf jeden Fall ein Vorteil für uns, denn gegen einen unterklassigen Gegner gerade zu Hause sollte das kein Problem für unsere Mannschaft werden, auch wenn wir mit BL spielen werden. Natürlich die Chance für einige Spieler wie Emre Mor, sich hervorzutun in dieser Episode, und wenn etwas gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Letzte Episode haben wir die 500 Likes geknackt. Diese Episode, bin ich mir ziemlich sicher, können wir das auch wieder schaffen. Dann habe ich auch richtig Bock, weiter die nächste Episode zu pushen, weil glaubt mir, das ist eine Menge Arbeit, hier jedes Mal wieder die Szenen zu cutten und so. Will mich nicht beschweren, ich mache es ja gerne und ich mache es ja freiwillig, aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Checkt gerne die Videobeschreibung aus, Links zu IGVault, 6% Rabatt mit dem Code MAXGAMINGTV, eure Coins, FIFA Points, Microsoft und PSN-Guthaben dazu, Instagram, Twitter, Facebook, in meinen Social Media Links, auch in der Beschreibung, mein Merchandise, könnt ihr auch sehr gerne auschecken, wenn ihr ein Teil der MGT Army nochmal verstärkt sein wollt. Und natürlich könnt ihr kostenlos diesen Kanal abonnieren. Ich glaube, ich kann keinen Abo-Button hier hinmachen, aber ihr müsst nur das Video geben, wenn ihr das noch nicht getan habt, und auf den roten Knopf drücken. Soll nicht so schwierig sein, dann verpasst ihr nichts mehr von diesem Karrieremodus und von den anderen Videos, gerade Ultimate Team, für die, die es interessiert. Glaubt mir, Freunde, unsere Elf ist keine A-Elf, rein ins Spiel. Eine Pflichtaufgabe gegen einen Verein mit ganz viel Tradition und starken Fans im Rücken. So hat MGT vor dieser Partie im DFB-Pokal gegen den FC Kaiserslautern das Spiel klassifiziert. Und die BVB-Fans tun es ihm gleich und unterstützen ihr Team selbstverständlich genauso wie die Lauterer mit einer wunderschönen Choreografie. Willkommen im Signal Iduna Park, willkommen im ausverkauften Haus des BVB und willkommen zum Pokalspiel zwischen den Schwarz-Gelben und dem ehemaligen Bundesligisten FC Kaiserslautern. Mittlerweile im grauen Mittelfeld der zweiten Liga versunken, aber der Pokal ist bekanntermaßen ein eigener Wettbewerb mit seinen eigenen Regeln. Also warum nicht für ein Wunder sorgen und den großen, großen Gegner heute ärgern und aus dem Pokal werfen. Der Spieler im Fokus in der heutigen Partie, Mario Götze, zuletzt mit guten Leistungen, aber er ist noch nicht wieder auf dem Level von vor seinem Wechsel zum FC Bayern München. Heute im Idealfall mit einer guten Leistung pushen und wieder an diese Leistungen zuletzt anknüpfen, um sich weiter in den Vordergrund zu spielen. Juan Paslak, Bartra, Bender und Guerrero in der defensiven Viererkette davor. Götze zusammen mit Rode und zusammen mit auf der rechten Seite Niklas Stark. Und vorne drin die drei Youngstars schlechthin. Emre Mor, Christian Pulisic und vorne drin Alexander Isak, der schwedische Neuzugang. Bisher ja noch nicht ganz angekommen in Dortmund. Heute im Idealfall mit der nächsten Gelegenheit, sich in den Vordergrund zu spielen. Genauso wie Mario Götze, der weiterhin an der Startelf klebt, aber natürlich starke Konkurrenz hat. Bei Kaiserslautern Weiß, Muica, Vucho, Everton und Aligi in der Defensive auf der Doppel-6 bzw. auf der Dreifach-6 dann Frey, Ziegler und Moritz auf der Zehnerposition der ehemalige Hamburger Soltan Stieber. Und vorne drin gibt es vor allem einen Mann, auf den man ganz besonders aufpassen muss, und das ist Osave. Osave sagt einigen vielleicht was, hat in der englischen Liga gute Leistungen bei Brentford gemacht, mittlerweile beim FCK unter Vertrag, ein sehr schneller Stürmer, und der könnte der Dortmunder Defensive natürlich Probleme bereiten. Schiedsrichter Jascha Zurheide für diesen wunderbaren Pokalabend. Regnerisches Wetter im Signal Iduna Park im ehemaligen Westfalenstadion. Aber das muss ja nicht zwingend schlecht sein. Das kann ja für beide Mannschaften, gerade für den FCK, Hashtag Fritz Walterwetter, auch zum Vorteil sein. Aber hier zunächst einmal ist es gar nicht von Vorteil, denn Aligi rutscht da auf dem sehr, sehr nassen Rasen in Felix Paslak rein und bekommt nach gerade mal 5 Minuten die gelbe Karte. Da geht Paslak auch nochmal hin. Moritz zieht ihn ein bisschen weg. Das war natürlich vollkommen übertrieben, dieses Einsteigen. Allerdings fliegt Paslak auch ordentlich ein bisschen unglücklich getroffen. Trotzdem zeigte das so ein bisschen die Marschrichtung der beiden Mannschaften. Es ging nicht viel Richtung Tor. Es ging mehr über Zweikämpfe. Jacques Suhr ist das hier und das ist frei. Der ist ausgeliehen von Leverkusen. Und Marc Bartra rutscht damit Mach 50 in den Schweizer hinein. Das muss so auch nicht sein. Und dementsprechend gibt es auch hier die gelbe Karte. Wir sehen das gleich nochmal in der Wiederholung. Das Ganze sieht sogar noch ein bisschen böser aus als das Foul an Felix Paslak. Liegt ganz einfach daran, dass hier wirklich nur der Gegner getroffen wird. Und Aligi zumindest auch marginal den Ball berührt hatte. Der Spanier, der ehemalige,
Innenverteidiger des FC Barcelona kann das definitiv besser und das weiß auch MGT. Von Lautern kam ansonsten aber nicht viel, gerade in der Offensive ganz, ganz schwacher Auftritt der Roten Teufel. Der BVB hingegen immer mal wieder mit Nadelstichen in der Offensive. Hier beispielsweise Isak mit dem Ball in die Spitze und da steht Christian Pulisic. Den macht er normalerweise rein, aber verzieht hier doch knapp am Kasten vorbei von Weiß. Das muss normalerweise der Führungstreffer sein für den BVB, aber der US-Amerikaner hier noch nicht mit dem nötigen Abschlussgriff. Sehr zum Ärger wieder von MGT. Nächste Szene, BVB wieder in der Offensive über Mario Götze, gerade angesprochen vor der Partie. Alexander Isak versucht's, es sollte nicht sein in Durchgang 1. Es gab den Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Zurheide und die beiden Mannschaften gehen mit einem 0:0 in die Kabine. Die BVB-Fans noch nicht so ganz zufrieden, Lautern konnte zufrieden sein, denn bisher halten sie sehr gut dagegen. Mario Götze bisher an allen gefährlichen Angriffen zumindest beteiligt gewesen, aber selber noch ohne Torschuss. Vielleicht ändert sich das ja im zweiten Durchgang. Der BVB auf jeden Fall direkt zum Anfang wieder bissiger. Das ist Emre Mor, der türkische Nationalspieler, setzt sich klasse durch gegen die Defensive. Wunderbar gemacht, der Abschluss. Daran hapert es bei ihm ein bisschen, das ist sein großes Problem, weswegen er auch eventuell nicht immer den Vorzug vor Ousmane Dembélé erhält. Hier mit schöner Beweglichkeit und wunderbarem Antritt, aber es reicht halt nicht zum Tor und da ist der Franzose momentan ihm noch ein Stückchen voraus. Trotzdem in der BVB jetzt die deutlich tonangebende Mannschaft und vor allem immer weiter mit mehreren Chancen. Das ist hier Sebastian Rode, der ja vom FC Bayern zurückgekommen ist, hat in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt viel mit der zweiten Liga zu tun gehabt. Die Körperlichkeit wird ihm hier zum Nachteil und dann die Riesenchance für Götze. Was für eine Gelegenheit und vor allem was für ein Glück für den FC Kaiserslautern. Zunächst Weiß, der den wunderbaren Kopfball da auf der Linie wegkratzt und dann Götze mit dem Seitfalls hier und Everton kriegt irgendwie noch sein Bein dazwischen. Der brasilianische Neuzugang beim FC Kaiserslautern, so kann man ihn ja gefühlt immer noch hinstellen, denn ganz eingewöhnt hat er sich in der Bundesliga bzw. der zweiten Liga noch nicht. Weiter der BVB. Die nächste Gelegenheit wieder für Mario Götze. Allerdings ist Weiß auf dem Posten und kann das Ganze hier gerade so nochmal verhindern. Den Einschlag zum 0:1 aus Sicht der Roten Teufel, die nach vorne hin aber wirklich gar nichts zustande brachten. Es schien eine Frage der Zeit zu sein, bis der BVB hier in Führung geht. Allerdings war es noch nicht passiert. Dann Alexander Isak mit dem Ball auf André Schürrle. Schürrle mit der Chance, den muss er doch machen. Eingewechselt auf der linken Seite, ja beheimatet. Und hier mit der dicken, dicken Gelegenheit, allerdings nicht mit dem Führungstreffer, das muss es normalerweise sein, aber so weiterhin das 0:0, MGT ärgert sich und das zu Recht, denn eine Verlängerung muss natürlich aus Sicht der Dortmunder nicht sein und dann sogar der große Schock plötzlich. Ping-Pong in der eigenen Hälfte und der Ball kommt zu Soltan Stieber, Soltan Stieber mit der Flanke, aber da das Gefährlichste ist, was der Kaiserslautern bisher in dieser Partie zustande gebracht hat, muss man sich wohl keine großen Sorgen darüber machen, dass man nicht in die Verlängerung reinkommt. Allerdings muss man sich Sorgen machen, ob die Kräfte für die Verlängerung reichen. Strenger und sehr, sehr enger Terminkalender bei BVB momentan. Lautern hat es da ein bisschen einfacher und somit gerade vor dem Derby ganz, ganz ärgerlich für Dortmund, denn es geht in die Verlängerung und in der sind sie weiterhin tonangebend. Aubameyang mit dem Ball auf Emre Mor. Aubameyang mittlerweile eingewechselt. Mor gar nicht mehr mit so viel Energie, aber setzt sich klasse durch gegen Aligi, der auch schon ausgebaut ist. Emre Mor liegt quer. Aubameyang, der Pfosten, Eigentor. Der BVB in Führung oder auch nicht, denn beim Pass von Mor steht Aubameyang im Abseits. Da hätte der Türke eigensinniger sein müssen. Mal ganz davon abgesehen, dass Ober den Ball nicht perfekt trifft und er nur gegen den Pfosten geht und vom Rücken der Lauterer ins eigene Tor. Aber das muss normalerweise die Führung sein, selbstverständlich. Dann Kaiserslautern auf dem Vormarsch. Everton, eigentlich Innenverteidiger. Man kennt diesen Namen in Dortmund als Stürmer. Und auch den brasilianischen Hintergrund kennt man allerdings hier Gott sei Dank nicht an alte Tage erinnert, die BVB-Fans. Denn Everton verzieht mit dem linken Fuß vorbei am Kasten von Timo Horn. Trotzdem war das die dickste Chance des FC Kaiserslautern. Wir springen bereits in die zweite Halbzeit der Verlängerung. 112. Minute, der BVB auf dem Vormarsch über Guerrero. Sie spielen wie eine Handballmannschaft außen rum. Und da ist der Ball auf Emre Mor, 1:0. 112. Minute, er schießt dann doch nochmal. Und diesmal ist er drin, Weiß kann nichts machen. Und der BVB geht endlich aus Sicht der Schwarz-Gelben und natürlich aus Sicht der Südtribüne in Führung. Ganz, ganz stark gespielt hier. Abgelegt von Schürrle auf Emre Mor. Der Abschluss ist dann stark in die untere linke Ecke. Weiß kann nichts machen. Und endlich der Bundesligist in Führung.
Bitter natürlich für den FCK, haben sich in die Verlängerung gerettet, hatten die Chance durch Everton und dann kommt Emre Mor. Wir sehen es in der Wiederholung, klasse, wie er hier auf den Ball wartet und dann der Abschluss in die linke untere Ecke, die ist halt komplett verwaist. Da kann Weiß auch nichts machen und dementsprechend die Führung, die natürlich auch hoch verdient ist und in Ordnung geht. Aber plötzlich, der FCK hat Blut geleckt und sieht, wir können ja auch nach vorne spielen. Osave, Osave, wir haben ihn angesprochen. Aber er verzieht hier knapp am Tor vorbei. Der Abschluss ist nicht seine allergrößte Stärke. Er kommt über die Athletik, aber nicht über die Kaltschnäuzigkeit. Und das wird ihm hier zum Verhängnis. Setzt den Ball knapp vorbei am Kasten des Keepers von Timo Horn. Tolisso nochmal mit einem Abschluss eingewechselt ebenfalls und dann war Schluss im Signal Iduna Park. Der FCK schaltet nach einer ganz couragierten Leistung aus und der BVB kommt irgendwie tatsächlich weiter. MGT kann nicht zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft gegen einen Zweitligisten. Auch mit B11 muss das viel souveräner aussehen. Sowohl Aubameyang als auch Schürrle haben nicht den gewünschten Effekt gebracht, als sie eingewechselt wurden. Aber nichtsdestotrotz reicht der Treffer von Emre Mor für die Schwarz-Gelben. Ja, zum Weiterkommen in die nächste Runde, dort aber definitiv eine Leistungssteigerung vonnöten, um in die nächste Runde einzuziehen. Für den Moment allerdings ist Dortmund größer als der FC Kaiserslautern und in der nächsten Runde des deutschen Fußballverbands Pokals. Was für ein Krampf. Die haben keine Chance und schaffen es trotzdem bis zur 110. Minute uns so zu beschäftigen, dass wir nicht weiterkommen in der regulären Spielzeit. Wahnsinn. Momentan Hertha gegen Pauli und Freiburg gegen 96 noch in der Verlängerung. Aue kommt gegen Sandhausen weiter, Wolfsburg souverän gegen Nürnberg und Hoffenheim gegen Darmstadt. Mal sehen, gegen wen wir jetzt antreten dürfen, aber zunächst einmal wichtig in der Liga gegen Schalke. Und vor so einem Spiel ist natürlich auch die Pressekonferenz wichtig und da motivieren wir unsere Jungs. Unser bester Spieler momentan, ihr seht es vielleicht jetzt gerade rechts, ist Mario Götze momentan. Zumindest von den Spielern, die gerade gespielt haben und in der Startelf standen. Ansonsten ist natürlich Marco Reus ganz vorne mit dabei. Wir haben 3 Punkte Rückstand auf die Bayern. Den dürfen wir auf keinen Fall größer werden lassen. Schalke ist nicht mal in den Top 6. Dementsprechend müssen die, 17. Ganz scheiße gestartet für uns. Umso wichtiger zu gewinnen. Ansonsten wäre es ziemlich blamabel. Rein geht's. Nach dem Wackelauftritt im Pokal gegen Kaiserslautern, erhöhter Druck für den BVB im Revierderby gegen den FC Schalke 04, die Königsblauen zu Gast im Signal Iduna Park im alten Westfalenstadion und das natürlich vor dieser Partie ausverkauft. Alle Schalker waren dabei und alle Dortmunder hatten ihren Platz eingenommen mit einer wunderschönen Choreografie, um diese beiden Mannschaften aufs Feld zu begrüßen. Momentan Tabellenplatz 2 für die Dortmunder, Schalke dümpelt absolut im Abstiegskampf auf Tabellenplatz Nummer 17, das kann so nicht weitergehen und dementsprechend wollen die Königsblauen heute hier die Trendwende gegen den BVB einläuten. Der gehasste Rivale ist definitiv kein einfacher Gegner, dennoch ist man überzeugt von seinen eigenen Qualitäten und will diese heute in die Tat umsetzen bzw. für sich sprechen lassen. Auf Seiten des BVB keine sonderlich großen Überraschungen in der Startelf, trotzdem schauen wir einmal auf die Aufstellung. Horn, Piszczek, Semedo, Sokratis und Schmelzer in der Defensive, davor Weigel, Castro und Tolisso und vorne drin die gewohnte Dreierreihe, bestehen aus Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé, der fraglich gewesen war aufgrund der guten Leistung von Emre Mor im DFB-Pokal, aber MGT hält den Einsatz für den türkischen jungen Nationalspieler noch für zu verfrüht. Fährmann, Bartstuber, Hövedes, Naldo in der Defensive bei Schalke gewohnt, Dreierkette davor, Stambouli, Geis, Aogo, Embolo und Konoplyanka und vorne in der Sturmspitze Burgstaller und Klaas-Jan Hüntela, der Niederländer, der momentan so ein bisschen das große Problem darstellt oder verkörpert von Schalke 04, es will einfach nicht funktionieren. Die defensive Dreierkette viel zu brüchig, in der Offensive zu wenig Torgefahr. Da muss heute einiges passieren, um gegen die BVB-Abwehr durchzukommen. Wir sehen Ralf Fährmann, der heizt seinen Männern nochmal ein. Selbstverständlich ist das auch notwendig, denn es ist auch keine leichte Aufgabe, vor den BVB-Fans, vor der Südkurve zu bestehen. Marco Reus kennt dieses Gefühl, allerdings sind sie ja auch in seinem Rücken bzw. stärken ihn. Von daher für ihn nicht ganz so schwierig wie für die Königsblauen. Harald Fimmler, Schiedsrichter dieser Partie, pfiff das Ganze an und wir springen direkt rein in die erste Situation und der BVB von Anfang an das deutlich überlegene Team mit den einzigen Chancen. 6 Minuten gespielt, Marco Reus mit dem Ball auf Aubameyang und der ist viel zu schnell für die Defensive und da ist Dembélé in der Mitte, Dembélé 1:0, 7 Minuten durch und der BVB geht direkt in Führung, ganz, ganz schwach verteidigt und wir sehen wieder die Probleme in der Defensive der Königsblauen. Das geht viel zu einfach. Natürlich ist Aubameyang schnell, aber trotzdem muss man doch auf Dembélé aufpassen. Naldo macht das nicht. Höwe, das ist zu spät. Und Fährmann kann da absolut nichts mehr ausrichten gegen den jungen Franzosen, der sein nächstes Tor erzielt und damit direkt mal wieder die Position, beziehungsweise die Positionsfrage rechtfertigt, beziehungsweise klarstellt.
Er steht da momentan vollkommen zurecht, auch wenn Emre Mor gut in Form ist. Zweites Saisontor und es sollte noch weitergehen in dieser Partie. Der BVB absolut oben auf. Tolisso mit dem Ball auf Weigel, der weiter auf Gonzalo Castro. Das Ganze erstmal abgewehrt, aber trotzdem bleibt der BVB dran und das ist Julian Weigel. Ist kein Distanzschütze, ist allgemein nicht der größte Torjäger, aber der Versuch hatte zumindest mal ein bisschen Potenzial. Ralf Fährmann muss nicht eingreifen. Der Ball fliegt deutlich über den Kasten hinweg, aber trotzdem zeigt es, dass der BVB definitiv viel zu viel Platz hatte und dass Schalke der Zugriff fehlte. Weiterhin Marco Reus mal in der Offensive. Abgewehrt, denkt man sich. Und dann gibt es den Elfmeter. Harald Fimmler pfeift hier gegen Benedikt Höwedes. Der versteht die Welt nicht mehr. Und das ist in gewisser Weise verständlich. Natürlich spielt er den Ball, aber er spielt auch zu gewissen Teilen Marco Reus mit. Trotzdem ist das definitiv kein hundertprozentiger Elfer. Dem BVB wird es egal sein und vor allem wird es Pierre-Emerick Aubameyang egal sein. Der ist momentan nicht in Topform. Er braucht mal wieder eine Bude, auch in der Liga. Und die zielt er hier 18 Minuten durch und das 2:0 für Schwarz-Gelb. Der Salto zum Jubel und das Stadion steht selbstverständlich Kopf. Das ist natürlich sehr bitter für Schalke. Es ist kein hundertprozentiger Elfmeter, aber Höwedes geht da halt ungestüm in diesen Zweikampf hinein. Wer weiß, ob Marco Reus überhaupt zum Abschluss gekommen wäre. So ist Aubameyang da, macht das 2:0. Und für Königsblau sieht es ganz, ganz schlecht aus zu diesem Zeitpunkt der Partie. MGT natürlich hochzufrieden damit, dass man hier den Gegner bisher so an die Wand spielt. Und es ging so weiter, denn von Schalke kam absolut nichts. Das Revierderby artete aus zu einer Revierdemonstration. Wir sehen es hier, Hünteler legt sich den Ball zu weit vor. Sokrates muss gar nicht was machen. Leichter Körpereinsatz. Und der Niederländer ist vom Ball getrennt. Es gibt den Abstoß für den BVB. Und daraus soll sich was entwickeln. Und zwar direkt der nächste Angriff. Wir können hier einmal eindrucksvoll bewundern, wie stark das Aufbauspiel von Borussia Dortmund ist, wenn sie gar nicht angegriffen werden. Niemand geht auf die Spieler drauf. Dembélé wieder komplett frei. Keiner der Verteidiger ist da. Und die Chance lässt er sich nicht entgehen. 3:0. 32 Minuten. Königsblau fiel auseinander. Das war viel zu einfach. Auch in dieser Situation wieder kein Zugriff in keiner Situation. Marco Reus mit der Vorlage und Ousmane Dembélé macht den Doppelpack. Die Verteidiger kommen auch nicht mehr hinterher. Weder Höwedes noch Stambouli noch Naldo, auch nur in der Nähe des Franzosen. Und Ralf Fährmann, die ärmste Sau auf dem Platz, kann auch diesen Gegentreffer wieder nicht verhindern. Das Stadion weiterhin in Ekstase und auch zu Recht, denn momentan ist der BVB auf gutem Kurs doch dran zu bleiben an den Bayern und es sollte weitergehen. Marco Reus nur 2 Minuten später, nächste dicke Gelegenheit. Aber gute Parade hier von Ralf Fährmann, der seine Mannschaft zumindest noch vor dem absoluten Debakel und dem 0:4 bewahrt. Trotzdem muss man auch sagen, Reus, der bisher nur als Vorlagengeber geglänzt hat, den Elfmeter rausgeholt hat und das 3:0 von Ousmane Dembélé vorbereitet hat, hat das hier klasse gemacht. Nächste Hereingabe kurz vor der Halbzeit. Nochmal ein Eckball für Borussia Dortmund und wir schauen auf die Daten von Ousmane Dembélé, 49 Minuten gespielt, 2 Tore, hundertprozentige Erfolgsquote bei 2 Schüssen, das kann definitiv nicht das Ziel sein im zweiten Durchgang für Königsblau. Eckball von Marco Reus und auch durch den wird es natürlich wieder gefährlich. Aubameyang legt das Ganze nochmal zurück zu Reus, der flankt in die Mitte und Semedo, der kann da komplett frei zum Kopfball gehen, aber Gott sei Dank dann doch die Abwehr und der Halbzeitpfiff von Harald Fimmler. Schalke so ein bisschen erlöst aus dieser ersten Halbzeit, das war nichts, aber es bleibt ja noch eine zweite und vielleicht wird da ja alles besser. Vielleicht können die Schalker ja da eine 100.000-prozentige Leistungssteigerung hervorrufen und dem BVB zumindest ein paar Probleme bereiten, denn bisher gab es nicht einen einzigen Torschuss auf den Kasten der Dortmunder. Daran ändert sich allerdings auch im zweiten Durchgang zunächst einmal nichts. Erste Chance wieder für den BVB. Wir sind gerade mal ein paar Minuten drin und Aubameyang hat die Chance auf seinen Doppelpack. Das Ganze wird erstmal geklärt von den Schalkern. Aber wir sehen hier, die Nervosität ist hoch. Und dann kommt Semedo nach vorne. Das sehen wir hier. Schönes Pressing gegen Stambouli. Erobert sich den Ball der portugiesische Innenverteidiger. Ball auf Aubameyang. Aubameyang im 16er. Lässt er sich nicht nehmen. Das ist das 4:0. 55. Minute. Und er geht den ganzen Weg zurück. Semedo hat sich schon wieder in die eigene Hälfte verkrümelt. Der merkt gar nicht, dass Aubameyang mit ihm feiern möchte. Jetzt merkt er es doch. Wunderschöne Szene im Signal Iduna Park. Klasse Ball. Perfekter Pass. Genau dafür haben sie ihn geholt. Spielaufbauqualitäten wurden ihm nachgesagt bei seinem Wechsel von Sporting an den Borsigplatz. Und hier zeigt er sie, Aubameyang, mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag und damit natürlich mit der endgültigen Entscheidung. Schalke 0:4 aus ihrer Sicht. BVB absolut überlegen. Allerdings
jetzt ein bisschen ruhiger zu diesem Zeitpunkt der Partie. Und Schalke muss sich wohl denken, ey, wir müssen doch zumindest irgendwas geben, irgendwas bieten, damit wir nicht komplett auseinandergenommen werden von der Presse und unseren Fans. Dann schießen wir doch zumindest mal ein Tor. Guido Burgstaller, schönes Tor, 67. Minute. Natürlich nur Makulatur, natürlich nur Ergebniskosmetik, aber trotzdem klasse gemacht vom österreichischen Neuzugang. Der ist eigentlich ein Zweitligastürmer, aber das sieht man hier gar nicht. Wunderbar, direkt aus der Drehung abgeschlossen per Seitfallzieher. Timo Hornel absolut machtlos gegen diesen platzierten Schuss von Guido Burgstaller, dementsprechend nur noch 4:1. Und wir haben in der Vergangenheit bereits gesehen, gegen Hertha BSC, ja, teilweise sind die Ergebnisse nicht immer ganz sicher, wenn MGT auf der Trainerbank sitzt, damals noch in Diensten von Borussia Mönchengladbach. Mal sehen, wie es heute laufen wird. Zunächst einmal, ja, Wechsel bei Schalke und Wechsel auch bei Dortmund. Unter anderem Adrian Ramos kommt in die Partie. Das ist mal eine Neuerung. Und der hatte auch gleich seine erste Aktion. Sven Bender ebenfalls gerade eingewechselt mit dem Ball auf Ousmane Dembélé, der auf Reus, der auf Julian Weigel. Und der versucht es mal wieder. Ja, Ramos hat da gut die Verteidigung beschäftigt. Und Weigel, wir sagen es bereits im Vorlauf, er ist kein Torjäger. Aber hier hätte er eventuell sein erstes Saisontor für den BVB erzielen können. Außer Elfmetern frei der Abschluss. Aber Fährmann zeigt, dass er heute definitiv der einzige Bundesliga-taugliche Spieler auf dem Platz bei Schalke 04 war. Dann Adrian Ramos. Ja, er versucht mal nach vorne in der Nachspielzeit, aber sollte wohl nicht sein mit seinem Tor oder seiner Torbeteiligung. Und das war auch die letzte Aktion dieser Partie, denn darauf kommt der Abpfiff von Harald Fimmler. 4:1 gewinnt der BVB gegen Schalke 04. Eine klasse Leistung der Schwarz-Gelben. Und Königsblau verabschiedet sich mit hängendem Kopf aus dem Signal Iduna Park. Es sollte mal wieder nicht sein mit einem Sieg. Aber diese Vorstellung heute überbietet alles bisher Dagewesene. Schalke absolut deklassiert. Und so werden sie definitiv nicht aus dem Abstiegskampf rauskommen. Im Gegenteil dazu, der BVB weiter oben dran. Und eventuell gerade durch diesen 4:1 Demonstrationssieg dran an den Bayern. Das war doch mal eine Demonstration. Natürlich am Ende nicht mehr ganz so souverän, nicht mehr ganz so viel nach vorne gepusht, vor allem auf Konter gestanden und dementsprechend nicht mehr unbedingt den Druck gehabt. Aber nichtsdestotrotz, definitiv ein geiler Sieg. Und wir sind am Bayern dran geblieben und haben Schalke noch mehr Runden reingerissen. Das gefällt mir doch. Und ich habe das Gefühl, dass sich so ein Aubameyang-Trikot sehr gut verkauft momentan. Denn wir haben unsere 120 Millionen Trikotverkäufe erfüllt dieses Jahr. Sehr, sehr schön. Damit haben wir ein Ziel, was wir erfüllt haben. Jugendmannschaft. Da müssen wir echt nochmal gucken, ob wir das denn irgendwie hinbekommen. Denn bisher ist das ja noch gar nicht gut. Umso besser dafür unsere Spieler, die wir selbst trainieren. Beispielsweise ein Emre Mor. Haben wir hier ein Upgrade? Nee, aber gute Ergebnisse auf jeden Fall. Und Isak steht kurz vor dem Upgrade. Das ist gut. Das braucht er auch langsam. In unserer eigenen La Masia, La Dortmunder, La Borsigplatz haben wir leider Gottes momentan nur Erich. Das passt aber. Schulte. An sich natürlich gut. Gar keine Frage. Ausgerechnete Position, die wir halt nicht unbedingt brauchen. Zentrales Mittelfeld wäre cooler gewesen. Aber okay. Mal sehen, was da in den nächsten Monaten dazukommen wird. Aber warum eigentlich La Masia? Ach ja, weil es nächste Episode gegen den FC Barcelona geht. Rückspiel in der Champions League. Hinspiel haben wir im Camp Nou gewonnen. Wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, checkt das auf jeden Fall aus. In der Playlist findet ihr das Video dazu. Die Playlist könnt ihr jetzt hier auch sehen, denn das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 500 Likes wären mega nice. Nächste Episode kommt dann erstens, sobald ihr erreicht sind. Und zweitens nächste Woche, unter anderem halt mit diesem Topspiel. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dann. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.